Ein abartiges Hallo, Leute, vom verwunschenen Hohlweg in Richtung Kapelle St. Wendel am Stein, einem der vielen Kleinode hier in unserer märchenhaften Gegend. Hier ist es so schön feucht, da wächst sogar Farn und unten im Tal plätschert die Jagst vor sich hin. Ja, Leute, die Inspirationen, die bekomme ich doch tatsächlich hier in unserer Gegend. Guck, hier sind überall Felsen und hier am Ende der hohlen Gasse findet sich besagte Kapelle. Welch herrliches Kleinod! Im Inneren der Kapelle besteht die Rückwand aus Fels. Ja, guck, und hier ist alles noch so richtig mittelalterlich. Das ist so richtig authentisch noch. Wunderschön. Das Dachgewölbe kann beeindrucken. Ja, und hier drüben geht es dann zu einer Einsiedelei. Wahre Schmuckstücke, die Kalksteinfelsen. Ja, und hier sieht man, dass die Kapelle direkt an die Felswand angebaut wurde. Unten im Tale fließt die Jagst. Hier gibt es auch Höhlen, reizvoll. Auch dieser Weg, der auf der anderen Seite den Berg wiederum hinaufführt. Die verwunschene Szenerie mag doch so recht zum Nachbau anregen. Als hier noch dieser Einsiedlermönch lebte, gab es noch keine B19. Und keinen Lärm. Aber die Lage hat was, muss ich schon sagen. Auch im Keller steht das Wasser. Hier geht's auch noch nach oben links. Gucken wir doch mal. Da fühlst du dich wie in Herr der Ringe. Ei, cool, ey. Ach, guck, da geht's hinter dem Dach dann noch nach oben. Das ist ja verwunschen. Nicht gerade das richtige Schuhwerk zum Klettern. Ja, eine sehr nice Höhle hier zum Unterstellen, wenn es regnet vielleicht, keine Ahnung. Aber umso schönere Aussichten. Mega. Und unten fließt die Jagst. Wie zauberhaft das doch wirkt hier. Der Abstieg für einen eigentlich nicht schwindelfreien Menschen. Naja, eine Herausforderung. Ich krieg's hin. Da gibt's auch nochmals so ein Felsplateau. Jetzt sind wir praktisch auf halber Höhe. Und hier geht's dann gleich in den Dachboden der Kapelle. Möglicherweise waren in diesen Nischen Heiligenfiguren gestanden. Da gibt es noch eine ganz kleine. Ja.
Und auch aus dieser Perspektive bietet sich nochmals ein ganz anderer Eindruck. Und runter geht's. Also diese Treppe hier, die hat's wirklich in sich. Und jetzt geht's heimwärts. Jo Leute, das war jetzt mal ein ganz anderes Video. Ein ganz kleines, guck, da kommt auch Wasser hier raus. Überall Karstgestein. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eure positive Bewertung da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, sofern ihr es nicht sowieso schon getan habt. Es gibt auch mal Inspirationen jenseits der Modellbahn ab und an mal hier. Deswegen heißt es ja Kunstmichi. Wenn ihr meinen Kanal und meine Arbeit unterstützen möchtet, gebt doch bitte sehr gerne ein Motivationssignal. Ansonsten bleibt immer abartig kreativ und positiv. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Von Herzen, euer Kunstmichi. Ja, und ihr hört, die Autos machen wieder die gesamte Aufnahme kaputt. Aber das hier ist kein Fernsehen, deswegen nicht nachvertont. Naja, das hatten wir im letzten Video. Bis denne, ciao! Ich dachte gerade, die in den Felsen hineingebaute Kapelle erinnert doch irgendwie an die schrullige Bauweise dieses Objekts, das ich im Zuge des letzten Workshops so nebenbei zusammengeschustert hatte. Ich hab's nicht mal gefilmt, fiel mir dabei auf, ansonsten wär's ja im letzten Video gewesen. Siehste, das ist einfach. So eine Garage könnte für einen Schlepper sein oder eben auch vielleicht für eine kleine Feldbahnlok oder ähnliches. Ist eben noch halbfertig.